Das Klischee des frauenlosen Gamers ist schon länger Geschichte. Dadurch, dass Gaming und E-Sport mittlerweile ein halbwegs normaler Teil der Gesellschaft ist, werden wir nun nicht mehr nur von gleichgesinnten Gamerinnen als potenzielle Partner wahrgenommen. Juhu! Aber wenn es darum geht, sein Hobby bzw. seine Leidenschaft fürs Gaming in eine Beziehung einzubringen, stößt man nach wie vor auf jede Menge Probleme. Denn wir Gamer wollen natürlich nicht nur zocken dürfen, sondern gemeinsam mit dem Partner zocken. Aber sie will nicht. Noch nicht. Intro bitte! Schritt Nummer 0,5. Ja, ich weiß, ich bin ein Ehrenmann. Ich löse den Clickbait-Titel gleich am Anfang auf, weil das Ganze nicht wirklich ein Schritt ist, sondern eher eine Sache, ohne die wir nicht starten können. Finde eine Freundin. Dafür habe ich keine Tipps in diesem Video, bitte selbst recherchieren. Aber selbst wenn du aktuell Single bist, je früher du die folgenden Punkte weißt, desto schneller kann deine nächste Freundin ihre Leidenschaft mit dir entdecken. Ob sie will oder nicht, denn bei uns Gamern gibt's keine Kompromisse. Wir wissen schon, dass Gaming das beste Hobby ist. Natürlich wollen wir dieses Wissen weitergeben. Jeden Ungläubigen konvertieren. Nein, wir sind kein Kult, wir sind eine Community. Schritt Nummer 1. Der gemeinsame Sinn des Ganzen muss direkt klar sein. Du weißt, dass ihr dann gemeinsam zocken könnt und es ist für dich vielleicht auch selbstverständlich, dass beim Spielen sehr viel miteinander geredet und interagiert wird. Aber einem Nicht-Gamer ist das nicht so klar. Also sag, wie es ist. Wir können dadurch mehr Zeit miteinander verbringen. Das ist nicht nur ein Verkaufsargument, sondern die pure Wahrheit. Bilde ein Szenario im Kopf, damit alles richtig vorstellbar wird. Ich mach's vor. Du und ich, wir sitzen an einem Freitagabend in Jogginghose vor dem Fernseher. Die bestellte Pizza, die haben wir schon zur Hälfte gegessen, der Rest ist für später. Jetzt wird auf unserer gemeinsamen Farm erstmal weiter geackert. Ich will auch schon ewig unsere kleine Hütte ausbauen, aber wie richten wir das Ding denn innen ein? Da brauche ich deine Meinung, komm doch mal rein. Wir philosophieren bei einem Glas Wein über die richtige Farbkomposition und verlieren uns schließlich in einer Existenzkrise, weil Schwarz angeblich keine Farbe ist. Was ist Schwarz dann? Was ist es dann? Jetzt habt ihr eine Situation im Kopf, in der wir Quality Time verbringen. Mit Gamen. Und was anfangs ein Farmspiel ist, das kann sich ja durchaus noch weiterentwickeln. Schritt Nummer 2. Damit Fairness herrscht, solltet ihr umgekehrt genauso offen sein. Nicht nur offen sein, sondern sogar aktiv offen. Bietet an, auch etwas mit ihr zu unternehmen, das sie sehr gern hat. Das hilft vor allem auch dabei, sie dazu zu bringen, überhaupt mal Gaming mit dir auszuprobieren. Und wenn sie sowieso schon bereit war, mit dir in die erste Gaming-Experience einzutauchen, dann sieh es einfach als einen fairen Ausgleich und Respekt ihr gegenüber. So bleibt das erste Mal Zocken nicht sehr als einseitiger Gefallen für dich hängen, sondern als gemeinsames Ding. Schritt Nummer 3. Finde raus, was ihre bisherigen Erfahrungen mit Gaming sind. Jeder hat irgendwann im Leben schon mal damit zu tun gehabt. Ich rede nicht von 4.500 Stunden in WoW, sondern eher von der ersten Erfahrung mit zum Beispiel Mario Kart oder Bubble Trouble auf Miniclip.com. Ha, das waren noch Zeiten. Und darauf aufbauend findet ihr eine Richtung. Mochte sie Rennspiele? Dann geht in eine mechanische Richtung von Spielen. Natürlich nichts zu Schweres, wie wär's denn mit Super Smash Bros. Oder Mario Kart? Oder mochte sie schon immer Rätselspiele? Say no more, spielt gemeinsam Portal oder lass sie mal in Ruhe Polybridge spielen. Egal welche Richtung, es lässt sich immer etwas finden, auf die damaligen Erfahrungen oder Interessen aufbauend. Immerhin sind mit diesen Erfahrungen bereits Emotionen verbunden, wieso also bei Null beginnen? Schritt Nummer 4. Die Spiele dürfen nicht zu schwierig sein, sonst entsteht direkt Frustration oder der Eindruck, etwas lernen zu müssen. Vor allem Dinge, an die man nicht denkt, machen hier Probleme. Wir sind damit aufgewachsen, in einem Spiel zu laufen und gleichzeitig die Kamera zu bewegen. Das ist aber nicht so selbstverständlich, wie ihr denkt. Bei der Auswahl ist es wichtig, all das im Kopf zu haben. Was ist für mich als Gamer bereits selbstverständlich und eingebrannt? Aber keine Sorge, ich habe einen Plan für euch. Startet mit Farm Together. Am Splitscreen gemeinsam einfach farmen. Man kann nicht sterben, man wird kaum bestraft, aber es gibt dauerhaft ein Erfolgs- und Wachstumsgefühl. Die Steuerung kann langsam gelernt werden und man wird nie bestraft. Und nach ein paar Sessions sollte ein ungefähres Gefühl da sein, wie so ein Spiel gesteuert wird und ihr könnt einen Schritt weitergehen. Portal 2 im Koop. Es gibt keinen Zeitdruck, sondern es werden einfach unbewusst Mechaniken verbessert. Und danach kann dann der Aspekt Zeitdruck hinzukommen. Hier könnt ihr dann sogar schon selbst das Spiel wählen, wenn ihr keine Idee habt. Mario Party. Vielleicht sogar mit weiteren Freunden? Schritt Nummer 5. Erkläre nicht alles, sondern sei da für Fragen. Wenn du die gesamte Erfahrung zocken zu lernen zu einem Monolog deinerseits machst, dann machst du den gleichen Fehler wie deine inkompetenten Lehrer aus der Schule. Mach's besser. Stell klar, wenn's Fragen gibt, dann beantwortest du sie jederzeit. Und die Fragen, die werden kommen. Oft sogar mehrmals die gleichen. Was machen wir dann? Antwort A, wir rasten aus und zeigen deutlich unsere Frustration, wieso sie es immer noch nicht verstanden hat. Oder Antwort B, wir beantworten die Frage, ohne über sie zu werten. Wenn du Antwort A gewählt hast, dann sollte dein Problem nicht sein, wie deine Freundin zockt, sondern eher erstmal eine Freundin zu bekommen. Oder noch einfacher, erstmal Freunde zu bekommen.
Wenn du B gewählt hast, goldrichtig. Sei geduldig, unterstütze. Das Ziel ist es doch wert, sich ein paar Mal zu wiederholen. Schritt Nummer 6. Hab Spaß und zeig es auch. Natürlich bist du besser beim Spielen, natürlich kann sie nicht direkt mithalten, aber mach das Beste draus und blödel einfach herum beim Spielen. Es geht nicht darum zu gewinnen. Du musst nicht beweisen, dass du gut bist. Noch nicht. Wiege sie lang genug in Sicherheit und Spaß. Erst wenn sie dann glaubt, alles verstanden zu haben, zerstöre all ihre Träume, indem du sie komplett zerreißt in einem Spiel, in dem du 3000 Stunden hast und sie 15. Aber im Ernst, schalt einen Gang zurück, wenn du genauso kompetitiv bist wie ich. Irgendwann könnt ihr vielleicht richtig gegeneinander spielen, aber darum geht's ja im Moment noch nicht. Die Technik, Thaddäus. Die Technik. Und Schritt Nummer 7. Mach Events aus euren Gaming-Dates. Überlegt ihr mehr als nur das Spiel. Wenn ihr bestimmte Meilensteine im Spiel erreicht, könntet ihr Shots trinken. Du könntest Kerzen aufstellen und Essen kochen, um eine Date-Stimmung zu schaffen. Auch wenn ihr nur zockt, die Atmosphäre bleibt hängen. Und wenn du bereit bist, dir Mühe zu geben, um deine Interessen mit wem teilen zu können, dann wird das in der Regel auch vom Gegenüber wahrgenommen. Befolgt all diese Schritte und eurem Gamer-Girlfriend steht nichts mehr im Wege. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann freu dich doch einfach, dass du eine Freundin hast. Mein Gott, manche Leute können nie genug kriegen. Okay, bye.